Florian Silbereisen verkündet vor tausenden Zuschauern, ich liebe Beatrice Egli. In der dynamischen und überraschenden Unterhaltungswelt sind emotionale Statements von Künstlern immer der Höhepunkt, der die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zieht. Und kürzlich sorgte eine bedeutsame Aussage für Aufsehen bei tausenden von Zuschauern. Florian Silbereisen, ein berühmter deutscher Moderator, erklärte vor tausenden von Zuschauern, ich liebe Beatrice Egli. Diese Nachricht machte nicht nur die Fans glücklich, sondern löste auch eine Explosion der Unterstützung und Liebe für das Paar aus. Bei einem Live-Auftritt vor tausenden Fans zögerte Florian Silbereisen nicht, seine Gefühle für Beatrice Egli zu äußern. Mit Zuversicht und Entschlossenheit erklärt er, dass seine Liebe zu Beatrice real und unbestreitbar ist. Diese Aussage sorgte für große Aufmerksamkeit in der Fangemeinde. Florian Silbereisen und Beatrice Egli, ein berühmtes Paar der deutschen Unterhaltungsbranche, haben viele Menschen neugierig und aufgeregt auf ihre Beziehung gemacht. Und diese Aussage hat alles klargestellt und Antworten auf die Fragen und Zweifel der Fans gegeben. Florians Erklärung ist nicht nur eine Bestätigung seiner Liebe zu Beatrice, sondern auch ein Ausdruck von Zuversicht und Aufrichtigkeit. Vor tausenden von Fans öffnete er sich und teilte seine Gefühle auf die offenste und aufrichtigste Art und Weise mit. Florian Silbereisen und Beatrice Egli erhielten nach ihrer Liebeserklärung herzliche Unterstützung der Fans. Sie sind in den Herzen der Fans zu Symbolen der Liebe und Aufrichtigkeit geworden und ihre starke Zuneigung hat tausende von Herzen auf der ganzen Welt erobert. Inmitten von Angst und Unsicherheit ist die Aussage von Florian Silbereisen ein neuer Licht- und Hoffnungsschimmer. Es löste eine Welle der Positivität und Liebe in der Fangemeinde aus und brachte diesem Paar Freude und Glück auf seiner Liebesreise. Schließlich ist Florian Silbereisens Aussage vor tausenden Zuschauern, ich liebe Beatrice Egli, nicht nur eine emotionale Erklärung, sondern auch ein Symbol für Liebe und Aufrichtigkeit. Wir hoffen, dass sie weiterhin von Liebe und Glück erfüllt werden und werden sie weiterhin auf ihrer Liebesreise herumstochern wollte, kam ihm ein Gedanke. Was, wenn er es noch schlimmer machte? Er zögerte einen Moment, dann beschloss er, einen Arzt anzurufen. Obwohl er nicht gern ins Krankenhaus ging, hat er dieses Mal nichts dagegen, wenn er rechtzeitig vor seinem Date eine Lösung für seine missliche Lage finden konnte. Mit zitternden Händen griff William nach dem Telefon. Nach einem kurzen Gespräch wies der Arzt ihn an, so schnell wie möglich einen Notfalltermin zu vereinbaren. Er versprach, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um zu helfen, aber er warnte ihn, dass sie schnell handeln müssten. Was auch immer mit seinem Finger passiert war, es war ernst und sie durften keine Zeit verlieren. William machte sich eilig auf den Weg. Während der Fahrt gingen ihm eine Million